Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Baldur's Gate. Okay, ich will tatsächlich mal kurz nochmal zurück. Nochmal das Lagerhaus reingucken, ob da noch irgendwas an Fässern oder Truhen oder so ist, wo ich noch Loot mitnehmen könnte. Ja, so. Sollte auch das Richtige erwischen. Draufklicken. Gut, Katzen, Katzen, Katzen. Ah, das ist eigentlich noch fast. Da ist aber nicht. Doch, oder? Nee. Ist sehe ich nichts drin. Ja, miau. Da wäre noch ein Fass. Ein Silberring. Cool. Okay. Das war das. Vielen Dank. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Okay, dann genau als nächstes hier Kaserne. Moment, was geht hier drinnen ab? Wache, Wache. Okay, also nicht so viel. In Ordnung. Unsere Regeln sind sehr streng. Na, Torwächter. Hallo, ich wollte euch nur sagen, dass Rory mit Peacemaker sprechen möchte. Ihr solltet baldmöglichst mit ihm reden. Ja, aber ich will erst andere Sachen noch machen. Hetz mich nicht. Was haben wir hier noch Schönes? Geld. Und nichts. Na, ich glaube, ich gehe erstmal hier runter. Okay. Darf rein, ohne dass du Stress schiebst. Das ist schon mal nett. Ha, geht doch. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Uff, was wenn du dich zechte nach dieser Halt übertreibt es immer. Der Ärmste musste heute Morgen auch noch wach am Tor schieben. Mir schleift, wie er das durchhält. Naja, was kann ich denn für dich tun? Ja, der Honigmann wird erklären, warum Hal heute Morgen vergessen hat, sein Schwert anzulegen. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt sagen sollte. Von daher. Ich habe mich gefragt, ob ihr nicht ein paar Besorgungen zu erledigen habt, die ich übernehmen könnte. Besorgung? Ja, ich brauche eigentlich neue Armbrustbolzen. Wenn du welche von Winthrop besorgen könntest, gebe ich dir das Geld gleich zurück. Ja, für dich springt dabei auch was heraus. Also schau mich nicht so an. Okay. Machen wir. So, haben wir dann einige Kisten. Okay, wir schauen uns mal um. Sicherheitshalber Speicher. Ich weiß nicht, ob hier irgendwie Gegengift und ah, da haben wir es sogar schon. Super. Die Leute dann aggressiv werden, wenn wir in den Sachen rumwühlen. Schlossen. 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 So, da wir gerade gespeichert haben. Und nun? Wenn ihr euch da sicher seid? Mach doch mal auf. Danke. Okay. Oh. Sehr schön, haben wir schon mal ein Langschwert. Ich hätte zur Armee gehen sollen. So. Okay, gut. Und ich merke, das war keine so gute Idee. Schade, hätte ich gut gebrauchen können. So, diebischer Schuft. Lasst sie uns ordentlich verdreschen.
Einfach mal testweise. Ich lade es ja eh gleich nochmal neu. Er sei da mit den Waffen auch nicht so unglaublich gut ausge... Er trainiert, meine ich. Aber gut, das hat jetzt nicht so viel Sinn. Und daher... Gut, dann holen wir uns einfach nur das Zeug. Und das war's dann. Vorerst. Wir kommen wieder. Nachts oder so. Bin euch weit voraus, Chef. Gut. Obwohl wir gerade da sind, können wir mal in die Schlafkammern reinschauen. Auf meiner Klinge steht euer Name. Carbos, du bist doch Gorions kleiner Balk. Nicht, oder etwa nicht? Ja, die Beschreibung trifft genau auf dich zu. So gefällt es mir gar nicht aus. Das bin ich. Kenne ich euch? Ziemlich unwahrscheinlich. Ich werde hier nicht lange verweilen, also ist eh egal. Und du wirst auch nicht lange hier sein, also ist noch egaler. Ich wollte dich nur mal angucken. Hübsches Gesichtchen, aber so toll nun auch wieder nicht. Egal. Ich liere für deinen Schädel und habe für den Rest des Lebens ausgesorgt. Okay. Dreist. So, der Carbos. Na dann, alle mal draufhauen. Genau, von euch hat ja... Ja, was wollt ihr? Wir können gerade das Langschwert anlegen, aber ich glaube, das bringt jetzt nicht so unglaublich viel. Wie kann ich helfen? Ja, schleichen dürfte sich nicht großartig lohnen. Tiere bezaubern glaube ich nicht. Falle lohnt sich auch nicht. Okay. Alles klar, dann Feuer frei. Das ging schnell. Steht ganz oben auf meiner Liste. So, dann loot für dich direkt mal. Ah, Dolch, sehr cool. So, wer von euch kriegt denn Dolche, sag mal? Bogenschütze, blablablub. Hatte ich dir Dolche gegeben? Kurzschwert, Langbogen. Ne, du sicher nicht. Du glaube ich, oder? Ne, Kurzschwert und Kurzbogen, okay. Dann hat glaube ich erstmal keiner Dolche. Wie das aussieht, ne, okay. Na gut, verkaufen wir. Ist ja auch nicht verkehrt. Gibt's sonst noch irgendwas mitzunehmen hier? Ja. Da ist nichts drin. Okay. Was habt ihr dieses Mal für mich? Steht ganz oben auf meiner Liste. Na gut, dann haben wir das schon erledigt. Sehr schön. So. Du hast aber lange gebraucht. Boah, er muss verrückt sein, dass er versucht, dich ordentlich zu erziehen. Sag ihm ruhig, dass ich das denke. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass diese ganze Eisenkrise nur daherkommt, dass Hohlköpfe wie du mit anderen Leuten Schwerter herumbummeln. Hier hast du 10 Goldmünzen und jetzt verschwinde ich mit dem Dienst. Adida. So, dann geben wir oben aber gerade mal noch dieses Gegengift ab. Und da war ja, glaube ich, auch noch ein Haus, wo ich noch nicht drin war. Tempel, Tempel.
So, Hallöchen. Womit kann ich dienen? So, lasst uns fröhlich singen. Zusammen würden wir es weit bringen. Naja, wir beide zusammen würden wahrscheinlich vermutlich nie die Mauern der Kerzenberg von außen sehen. Kerzenburg von außen sehen, oder? Gut. Dass du keine von diesen Metallrüstungen trägst. Ich habe nämlich gehört, dass die Räuber da draußen für so ein Ding kurzzeit umbringen. Ich hoffe ja, dass diese ganze Eisenkrise bald vorbeigeht. So, gut. Dann hast du das. Ja, haben wir das abgegeben? In Ordnung. Und wir schauen mal da rein. Dach auch. Der Schenk. Oh, klasse, ganz klasse. Ich habe dich zuerst gefunden. Du bist Gorians Sohn, keine Frage. Das bin ich. Was kann ich für euch tun? Oh, unsere Begegnung wird ganz einfach verlaufen. Genauer gesagt, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, dein Lebenslicht auszublasen. Das wird mir etwas Respekt und den Kameraden einbringen. Du siehst also, du kannst nur ein wenig tun, außer sterben. Wieso wollen die uns alle umbringen? Nur gar nichts gemacht. Reist. Dann prügelt mal alle drauf. Du hast es so gewollt. Ah ja. Okay, Errungenschaft. Sehr schön. Bin euch weit voraus, Chef. Und wieder ein Dolch. So, aber hier können wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr plündern, oder? Na, warte mal, wenn wir schon am Plündern sind. Braucht ihr etwas? Ja, darfst du wenn mal. Wenn ihr euch da sicher seid. Das war nix. Ein Kriegshammer. Sehr schön. Ich glaube, Kriegshammer hat keiner. Zwerg hat eine Axt. Okay. Aber sehr wohnlich eingerichtet. Irgendwas nicht in Ordnung? Ihr sollt gut auf euch aufpassen. Hier waren ein paar seltsame Männer, die sich nach Peacemaker erkundigt haben. Yep. Ja, wir haben sie umgehauen. Bin euch weit voraus, Chef. Passt schon. Bin euch weit voraus, Chef. Hm? Parda. Ja, ja, das haben wir schon mitgekriegt. Danke. So, dann haben wir aber... Ne, Schlafbaracken waren wir noch nicht. Gut, und dann müssen wir halt hier noch rein. Am Lazarett war ich auch noch nicht. Okay, dann nochmal runter. Wo ich immer gerade gucken, was du anzubieten hast. Du noch irgendwas Neues zu erzählen? Hallo, Leute. Scheinbar nicht. Steht ganz oben auf meiner Liste. So, der Herr. Mein Hotel ist so sauber wie ein Elfenpopo. Gut, dann... Ach ja, Händler war das. Ah ne, das Zimmer... Hier war das. Okay, okay. Ah, na gut, das geht ja noch. Ich hätte noch einen Silberring. Die Dolche können auf jeden Fall mal weg. Hast du alles verkauft jetzt? So, warte mal, dann möchte ich für dich gern einmal ein Bastardschwert haben. Einen mittleren Schild. So, ja, Helm kannst... Ah, genau, warte mal. Ja, nee, du konntest, glaube ich, Rüstung anziehen, ne? Ja, ich habe scheinbar tatsächlich alles verkauft. Na gut, ist ja okay. Okay. Notfalls kann der Zwerg die Rüstung anziehen.
Hm, gut, wenn ich das mal hochrechne, das wird das auch nicht so wenig. Einmal Kettenhemd, Schienenpanzer. Da war je niedriger der Rüstungswert, desto besser. Na gut, ich glaube, ich ziehe einfach jeden einzeln an. So, dann. Zack. Na, nee, dahin. So, Waffen mit Schild, sehr cool. Den Helm noch. Bitteschön. So, also müssen wir das auf dem... Oh ne, ich könnte es auch schon direkt schon mal weitergeben. Bist du der Einzige, der das nehmen kann, oder bist du der Einzige, der in Reichweite steht? So. Bitteschön, ja, das geht ja. Sehr cool. Gut, dann machen wir weiter. Genau, du kannst dann auch noch ein bisschen was verkaufen. Was bringt dir eigentlich? Schütz vor Schwachsinn. Ich behalten mal. So. Na gut, dann würde ich euch, glaube ich, also den anderen einfach mal eine beschlagene Lederrüstung geben. Soweit. Und nun, wenn ihr euch da sicher seid. Mein Hotel ist so sauber wie ein Elfenpopo. So, Händler bitte. Ah, ne, Quatsch. So, du kriegst... Ach stimmt, wir sollten noch Dings kaufen. Du kriegst einmal einen Langbogen. Hm, Kompositlangbogen. Kannst dann das verkaufen. Den Dolch und die Silberkette. Und noch ein Langschwert. So. Dann genau, noch ein paar Bolzen. Wir können es natürlich auch einfach stehlen. Waren das? Ja gut, 20 reicht. Pfeile. Ja. Also bei Icewind Dale sind wir ja relativ schnell leer gegangen. Ich meine, die kosten ja nichts. Aber wir können auch maximal... Ah ne, es wird dann ein zweiter Stack. Okay. Ja, das wird schon noch verschossen werden. So, du kriegst ein beschlagenes Lederwams. Und das war's dann auch schon, ne? Gut, damit wärst du ausgerüstet. Ach, Getränke hast du auch noch, cool. Okay, die Dame. Einmal, zweimal. Wie war es? Die Pfeile müssen die in den Gürtel? Ich... Nee, die müssen da oben hin. Okay. Cool.
So, das war's mit dir, Madame. Hab ich da irgendwas abzugeben? Nee, hab ich nicht. Gut. So, genau, dich hatte ich auf Axt gepackt, ne? Ja. Ich gucke gerade nochmal nach. Bei dir waren's... Langschwert, Langbogen, alles klar, haben wir. Gut, dann kriegst du es eine Axt. Ihr könnt schon mal weg. Ihr habt geläutet, dass ihr nicht erledigt. So im Weg steht. Mein Hotel ist so sauber wie ein Elfenpopo. So. Streitaxt bitte. Das war's auch schon, ne? Oh, wir hatten sogar noch ein Kettenhemd. Du hast aber schon eins, ne? Ah, wir hätten aber noch einen Helm. Sehr gut. Ah, ne, die haben wir, glaube ich, unbegrenzt von, wie es aussieht. So, sehr cool. Knuffig. Okay. Weiter geht's. Stimmt, du kannst dir noch ein Kettenhemd holen. Als Paladin. Wohl, dass da mit den Zaubern wahrscheinlich schwierig wird, ne? Worum geht es dies? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Mein Hotel ist so sauber wie ein Elfenpopo. So. Du hattest, glaube ich, Morgenstern, ne? So. Morgenstern, Fliegel Morgenstern. Na? Ich schau gleich nochmal nach tatsächlich. Dann kriegst du auch einen Helm. Ja, dann hast du halt den Morgenstern, ist okay. Können wir nochmal verkaufen. Genau, und du kriegst das andere Kettenhemd noch. So. Bitteschön. Alles klar, dann haben wir das soweit. Ich gucke aber gerade tatsächlich nochmal nach. Streitkolben. Okay. Hast du einen Streitkolben da? Sonst musst du halt erst mit dem Morgenstern hantieren. Streitaxt, Streitkolben. Ja, okay. Sehr cool. Vielleicht finden wir noch jemanden, der den Morgenstern möchte. Damit wärst du fertig. Und was jetzt? So, dann die beiden Waldläufer noch. Was hatten wir denn bei dir? Ich glaube, Kurzschwert und Langbogen. Alles klar. So gut wie erledigt. Mhm. Mein Hotel ist so sauber wie ein Elfenpopo.
Anschlag. So, einmal Langbogen. Wohl, fällt mir gerade an, wir könnten eigentlich auch. Na, es wird, glaube ich, jetzt knapp. Dann noch ein Kurzschwert. Wenn ich mal aufs Geld gucke. So, wo war da? Okay. So, einmal, zweimal. Gut. Ich könnte die Kampfstelle wegschmeißen, oder? So, jetzt haben wir noch 100 für dich übrig. Aber das sollte ja passen. So, und bei dir hatten wir Kurzschwert und Kurzbogen. Aber mit zwei Waffen. Also kriegst du zwei Kurzschwerter. Gut. Hier verschwende ich nur meine Talente. Mein Hotel ist so sauber wie ein Elfenpopo. Dann. Einmal. Warte mal, haben wir keine gemeinsame Kasse? Ich war doch vorhin bei 100. Einmal, zweimal. Jetzt reicht es halt für das Lederwams nicht mehr, dummerweise. Komplett durch, kann mal weg. Hier scheint doch keine gemeinsame Kasse zu sein. Ja, ich glaube, den Morgenstern, den wir jetzt aus Versehen gekauft haben, der macht sich jetzt halt hier bemerkbar. Gut, ich hoffe, ich finde nochmal irgendwo Geld. Dann sollte das ja passen. So, dann musst du irgendwann mal später Pfeile, oder, ja, genau, Pfeile kriegen. Und eine Rüstung auch noch. Das passt. Okay. So. Was habt ihr dieses Mal für mich? Steht ganz oben auf meiner Liste. Dann werdet ihr schon etwas besser ausgerüstet. Dann geben wir noch schnell die Bolzen ab. Ah ne, ich glaube, es geht schnell, wenn wir außen rum, also unten rumlaufen, ne? Dann können wir in der nächsten Folge. Ah ne, im Schlafding waren wir jetzt schon drin. Im Schlaf gemacht. Grüßt, junger Mensch. Oh. Ja, okay. Firebird hat zu mir geschickt. Bringt ihm doch die Schriftrolle zurück, dann müsst ihr euch nicht. Doch, dann müsst ihr euch beeilen und mit Gorian sprechen. Erwartet euch auf den Stufen des Hauptgebäudes. Der Bibliothek. Ich versichere euch, das ist eine Gelegenheit. Ja, ja. Danke. War gar nicht so gedacht, aber okay. Der Herr des Todes wird sterben, aber in seinem Untergang wird seine tödliche Nachkommenschaft gezügt, wenn ihr auf ihn reisen. Ja, ja, halt die Klappe. Hätte eigentlich gereicht, wenn einer hingeht. Wir hatten die. Du hattest die, ne? Ja. Na. So. Mhm. Wenn ihr euch da sicher seid. Ich hätte zur Armee gehen sollen. So.
Hier bitte, du kleiner Gruß für den Hirn, ein paar Goldmützen in die Taschen zu füllen. Dankeschön. So, dann haben wir jetzt zumindest noch mal genug, was wollt ihr? Steht ganz oben auf meiner Liste. Um denen die Rüstung noch zu kaufen. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Und dann können wir in der nächsten Folge mal runter um unseren Vater reden. Der hat jetzt ja lang genug gewartet, mehr oder weniger. Ach, im Lazarett waren wir auch noch nicht, ne? Bin euch weit voraus, Chef. Ja? So, hallo. Mein Hotel ist so sauber wie ein Elfenpopo. Dann reicht es nämlich gerade. Danke. So, bitteschön. Cool, dann haben wir jetzt, glaube ich, hier erstmal ausrüstungsmäßig alles zusammen. Ganz oben auf meiner Liste. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge vor dem Lazarett nochmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.